Wir haben das neue Okapi von Schleich auf seinem langen Weg von Afrika bis in eure Kinderzimmer begleitet. Hier in Schwäbisch Gmünd beginnt heute seine Reise. Episode 1 – Der Entwurf. Ich bin schon ganz gespannt. Wie geht es denn jetzt los? Ja, dazu muss man erstmal wissen, wie so ein Okapi überhaupt aussieht. Also ich habe auch gedacht, es wäre grün und dick, so wie ein Oger mit Käppi. Deswegen muss man ja erstmal genau recherchieren. Ach so, ihr recherchiert erstmal? Bei uns wird gründlich Recherche betrieben. Wir suchen Bilder aus dem Internet, gucken uns auch Bücher an, studieren die Anatomie genau, weil uns sehr wichtig ist, dass wir eben so naturgetreu wie möglich das Tier nachher darstellen. Und dazu braucht man eine Menge Bilder. Das ist ja interessant. Und wie sehe ich nun genau aus? Im Marketing wird festgelegt, in welcher Pose das Tier dastehen soll und nach der Pose suchen wir dann. Manchmal findet man nicht genau die Pose, die man haben möchte und dann fertigt man auch mal eine Zeichnung an. Also in dem Fall habe ich eben kein Bild gefunden von dem Okapi, wie es so steht, ganz entspannt und locker durch die Gegend guckt und deswegen habe ich da eine kleine Skizze angefertigt. Und wenn die Zeichnung dann fertig ist, dann erstellen wir noch ein Conceptboard, in dem festgelegt ist, wie groß die Figur nachher wird, die Pose und den Ausdruck und besondere Merkmale und auch die Fellstruktur. Also erst wenn wir uns ganz sicher sind, wie das Tier von oben und unten und von der Seite aussieht, dann fangen wir an, in das Modell zu gehen. Also mit dem kann man dann weiterarbeiten. Puh, da bin ich aber beruhigt. Das sieht ja schon viel besser aus. Ja, es sieht viel besser aus. Nicht grün und hässlich, sondern wunderschön. Und es wird auch bald noch Gestalt annehmen. Das reimt sich auch.